Okay. Dann los. Meine Nerven. Und jetzt? Warten wir. Eine Nachricht. Da steht sorry. Wofür denn? Ich gehe mal ein Stück. Was habe ich denn getan? Wolltest du ihn heiraten? Ja. Mal sehen, ob ich vier schaffe. Oh. One, two. No. Is it? Bump, bump. No, that's not it. How do you do it? Wie geht das denn? Kann das mal jemand für mich googeln? So. Guck dir mal den Betreff an. Ich liebe zwei Männer, aber sie sind ein und derselbe Typ. Wie jetzt? Ich heiße Miranda, bin 21 und lebe in Minnesota, in der Kleinstadt Owatonna. Also ganz in der Nähe. Seit 2011 liebe ich Cameron, obwohl wir uns noch nie getroffen haben. Jeden Abend vor dem Einschlafen telefonieren wir. Ich liebe den Mann am anderen Ende der Leitung. Und er ist auch mein bester Freund. Ich habe nie an ihm gezweifelt, bis ich ihn in Kalifornien besuchen wollte. Er speiste mich mit Lügen und Ausreden ab. Seine Webcam wäre kaputt. Es gäbe einen Notfall in der Familie oder sein Auto hätte den Geist aufgegeben. Das Übliche also. Als ich ihn zur Rede gestellt habe, hat er mir alles gebeichtet. Er heißt eigentlich James und ist in Atlanta zu Hause. James hat mich angelogen und lügt vielleicht immer noch. Aber ohne ihn wüsste ich nicht, wo ich jetzt wäre. Ich werde nie die ganze Wahrheit erfahren und ihm nie wieder vollkommen vertrauen können, wenn wir uns nicht endlich treffen. Neve und Max, ich brauche eure Hilfe. Das Ganze geht jetzt schon 3 Jahre. Sie liebt ihn. Sie reden und texten. Er hat gelogen. Und wer einmal lügt? Ganz genau. Ich skype sie an. Wie geht's? Erzähl uns von Cameron. Wann ging das mit euch beiden richtig los? Eigentlich sofort. Er ist sehr lieb, er kann gut zuhören und geht auf mich ein. Aber am Anfang wollte ich eigentlich gar keine Beziehung. Hast du ihn nie vor die Webcam gekriegt? Nein, ich wollte nur jemanden, der mir zuhört und für mich da ist. Habt ihr versucht, euch zu treffen? Ich hab's ein paar Mal angesprochen, aber er lässt sich immer neue, dumme Ausreden einfallen. Unsere Beziehung lief schon, als die erste Staffel von Catfish im Fernsehen kam. Von euch weiß ich, wie man Fotos recherchiert. Und irgendwann habe ich ein Foto von Cameron in einem Club gefunden. Er war mit einem anderen Namen getaggt. Immer wenn ich ihn darauf angesprochen habe, hat er mir irgendwelchen Blödsinn erzählt. Ich habe deshalb sogar den Kontakt zu ihm abgebrochen. Nach ein paar Monaten habe ich wieder angefangen, mit ihm zu sprechen. Ich habe jemanden zum Reden gebraucht. Hast du ihn dann um ein echtes Foto von ihm gebeten? Ja. Und da hat er endlich zugegeben, dass er eigentlich James heißt und in Georgia lebt. Ja. Findest du ihn attraktiv? Ja, er ist total süß. Warum skypt ihr nicht? Weil ich Bammel habe. Ich weiß nicht, ob ich damit fertig werde, wenn sich herausstellt, dass er ein Faker ist. Liebst du James denn? Ja, ich liebe ihn. Aber ich kann ihm erst wieder vertrauen, wenn ich ihn gesehen habe. Und ohne eure Hilfe werde ich ihn wahrscheinlich nie sehen. Keine Sorge. Wir kommen nach Minnesota und helfen dir. Tausend Dank. Hat uns gefreut. Mich auch. Ciao. Ciao. Nicht zu beneiden. Krass. Auf geht's. Ich geh packen. Wir sehen uns im Auto. Voll in der Mitte. Amerika pur. Here we go, baby, you and me, driving on the highway, can't you see?
Oder so ähnlich. Weißt du? Wahrscheinlich. Braver Bär. Hallo! Alles klar? Das ist unsere Crew. Du siehst toll aus. Tolles Outfit. Was trägst du da? Einen wilden Mix. Nichts Besonderes. Das ist meine Mom. Nie von Max sind hier. Hallo. Was wissen Sie von der Geschichte? Für mich als Mutter ist das nicht einfach. Sie weint ständig und dieser Kerl hat ihr schon so oft das Herz gebrochen. Immer und immer wieder. Eine Beziehung, die mit so viel Misstrauen vorbelastet ist, kann gar nicht funktionieren. Aber der Weg hierher war lang. Ich bin gespannt, wohin er führt. Hier bist du zu Hause. In Owatonna? Ja, es ist ziemlich ländlich hier. Arbeiten deine Eltern in der Landwirtschaft? Nein, meine Mom war Tagesmutter und Krankenschwester. Sie leidet an Morbus Crohn seit ihrem 18. Lebensjahr. In der letzten Zeit ist es immer schlimmer geworden, bis sie den Job als Tagesmutter aufgeben musste. Die Krankheit ist tödlich. Noch bevor ich James davon erzählt habe, hat er mir gesagt, dass seine Schwester Leukämie hatte. Alle sagen, oh, das tut mir leid. Und das ist auch schön. Aber es ist was anderes, wenn jemand so etwas selbst erlebt hat und weiß, wie traurig und wütend man ist. Und das wusste er ganz genau. Zuerst waren wir nur Freunde. Es gab die Probleme mit meiner Mom und er hat zugehört. Und auf einmal dann, ich liebe dich. Hast du damals schon gefragt, ob ihr euch treffen könnt? Für mich ist Mode sehr wichtig. Ich gehe ständig shoppen. Aber L.A. und New York sind die Modezentren. Ich wollte in L.A. Modedesign studieren. Wie praktisch, denn Cameron wohnte in Santa Monica, oder? Das war einer der Gründe, warum ich nach Kalifornien gezogen bin. Aber das habe ich so gut wie keinem erzählt. Das ist hier eine Kleinstadt. Selbst meine engsten Freunde hätten es nicht verstanden. Doch dann hat das mit den Ausreden angefangen. Ständig gab es irgendein Problem oder sein Handy war aus. Ich habe ihm gesagt, dass mich das verletzt und er hat sich entschuldigt. Aber ich war so enttäuscht, dass ich den Kontakt einschlafen ließ. Auf ein paar Fotos auf seinem gefakten Profil war ein Club-Logo zu sehen. Ich habe den Namen gegoogelt und rausgefunden, dass es ein Club in Atlanta ist, der auch eine Facebook-Seite hat. Auf einem der Fotos habe ich ihn gefunden, aber er war mit einem anderen Namen getaggt. Da hieß er Josh, aber das Profil, das ich anklicken konnte, war eindeutig echt. Also habe ich diesem Josh eine Nachricht geschickt und ihm die Sache erklärt. Er war stinkwütend, dass jemand seine Identität missbraucht. Als ich Cameron darauf angesprochen habe, hat er immer weiter gelogen. Die Geschichten wurden immer abstruser und irgendwann dachte ich, du kannst mich mal. Dann gab es Probleme und ich musste wieder nach Hause ziehen. Mit meinen Freunden von früher hatte ich nichts mehr gemeinsam. Sie hatten mich abgeschrieben. Ich hatte niemanden, mit dem ich reden konnte. Er war einer der wenigen, die über alles Bescheid wussten. Und ich brauchte dringend jemanden zum Reden. Und in der Zwischenzeit hatte er sich eine neue Story zurechtgelegt. Angeblich heißt er James und lebt in Atlanta. Ich habe nach seinem Fake-Profil gefragt und er meinte, er wollte der Realität entkommen. Bei ihm zu Hause gab es wohl Probleme. Aber er war für mich da und seitdem telefonieren wir täglich. Manchmal rufe ich ihn in der Pause sogar von der Arbeit an. Alles fing von vorne an. Ich habe mich wieder verliebt, aber ich weiß nicht genau in wen. Zeigst du uns alles, was du gesammelt hast? Ja. Es dauert ein bisschen. Das sind mehr als 10.000 Nachrichten. Ihr habt ganz schön getextet. Ich habe dir mein Herz geschenkt, in der Hoffnung, dass du mich auch liebst und dass wir eine gemeinsame Zukunft haben. Ich wollte nicht verletzt und ausgenutzt werden. Das war, als ich rausgefunden habe, dass alles gelogen war.
Wolltest du ihn heiraten? Ja. Aber man muss sich erst treffen, um zu heiraten. So oft, ich liebe dich. Ich muss wissen, ob du wirklich bereit bist, die ganze Wahrheit zu erfahren. 3 Jahre sind eine lange Zeit. Ich habe genug von dieser Ungewissheit. Ich muss wissen, woran ich bin. Gut, dann helfen wir dir. Danke. Das bedeutet mir wirklich unheimlich viel. Danke. Wir schaffen das. Ja. Wenn das irgendein Loser ist, der nur Spielchen treibt mit diesem armen Mädel und ihrer kranken Mutter und sie mit der Leukämie-Schwester anlügt, dann werde ich richtig sauer. Er hat schon mal gelogen. Wahrscheinlich lügt er wieder. Na, wie sieht's aus? Gut. Hast du alles? Ich habe den super Spezial Catfish-Notizblock dabei. Noch ein kurzer Boxenstopp. Bring deinem Partner auch einen mit. Das ist das Beste am Reisen. Kekse. Gratis-Kekse. Kekse? Da wird's nicht viel zu ermitteln geben. Die Sache stinkt zum Himmel. Bereit? Fassen wir mal zusammen. Der Typ nennt sich erst Cameron, aber Miranda kommt ihm auf die Schliche und merkt, dass das nicht seine Fotos sind. Jetzt nennt er sich James und hat neue Fotos geschickt. Vielleicht ist er das wirklich, aber ich glaub's nicht. Ich auch nicht. Check mal die Fotos. Okay. Foto Nummer 1 von James. Noch nichts. Hier ist das zweite. Okay, Nummer 2. Ist die 2 ein Treffer? Nichts. Keine Treffer bei den Fotos. Gut, dann geben wir mal seinen vollen Namen ein. Mal sehen. Viele Facebook-Treffer. Der ist in Georgia. Klick mal drauf. Da sind nur ein paar Bilder, aber immer von ihm. Mit Freunden. Den sollten wir uns merken. Ich gebe mal den Namen bei Google ein. Da steht Sexualstraftäter. Was wird das? Da ist er. Und seine Falschnamen. Ups. Wollte Minderjährige treffen, um Sexualdelikt zu begehen. Miranda war minderjährig, als das anfing. Status inhaftiert. Er sitzt in einem Staats- oder Bundesgefängnis. Vielleicht kann er sie deshalb nicht treffen. Guter Grund. Ein Knacki. Das hatten wir schon mal. Wie soll das gehen? Er ist ständig online, Tag und Nacht. Sie führen eine sehr kontaktintensive Beziehung. Der kann nicht im Knast sitzen. Sicher nicht? Das ist eine Sackgasse. Wir könnten noch die Nummern checken. Das ist die aktuelle von James. Lass das, ich mag's nicht, wenn du mich anfasst. Ich hasse es, wenn du mich an dich drückst. Ich will weder deine Körperwärme noch die Haare auf deiner Brust spüren. Komm. Was? Wer ist das denn? Hier steht weiblich. Geboren 1970. Sie könnte die Mutter eines Jungen sein, der 1991 geboren wurde. Aus Georgia. Gib mal den Namen bei Facebook ein. Es gibt 2, in Bangkok und Quang Ning. Also Thailand. Ja. Da ist jemand aus Georgia. Treffer. Oh Mann. Wer ist das? Unter Familie steht ein James. Und wo sitzt der? Diese Frau Heng könnte die Mutter von James sein. Das ist auf jeden Fall eine ganz heiße Spur. Das Telefon läuft auf Hang. Das könnte die Mutter von James sein. Wir sollten das erst mit Miranda besprechen. Dann können wir weiter planen. Ich mach die aus, ja? Schnitt, bis gleich. Hallo? Morgen. Guten Morgen. Was machst du? Ich bin in der Stadt. Komm doch auch, wir gehen in eine kleine Boutique.
Hallo. Hi. Hallo. Nee, freut mich. Logan. Und Jordan, die kleine Schwester. Ich bin größer. Wow. Größer, aber jünger. Kommt mal hier rüber. Du bist ihr bester Freund in der Offline-Welt. Ja. Was ist an der Freundschaft zu James anders als an der zu dir? Sie erzählt ihm Dinge, die sie mir nicht erzählt hat. Ich glaube, sie hat ein engeres Verhältnis zu ihm als zu mir. Ich war von Anfang an skeptisch. Aber sie hört ja auf niemanden. Sie sagt, sie liebt ihn. Toll. Voll süß. Wirklich? Ja. Gut, das kommt mit. Wir haben gestern ein bisschen recherchiert. Wenn ihr Lust habt, könnten wir uns gleich zusammensetzen und alles durchgehen. Sie wissen über alles Bescheid. Okay. Legt los. Zuerst haben wir bei Facebook gesucht. Nach James. Und zufällig? In Georgia zu Hause. Sieht ganz nett aus. Diese Option wäre also nicht schlecht. Nicht der Typ von deinen Fotos, aber trotzdem. Nicht übel. Dann haben wir das gefunden. Lies mal. Sexualstraftäter. Das ist das passende Foto dazu. Unter seinem Decknamen da unten steht auch James. Er wurde verhaftet, als er versuchte, sich mit einer Minderjährigen zu treffen, um ein Sexualdelikt zu begehen. Aber wir haben keine handfesten Beweise, dass er es ist, mit dem du in Kontakt stehst. Wir zeigen dir einfach mal alles. Vermutlich ist er es nicht. Aber ausschließen können wir es nicht. Ja. Als nächstes haben wir die Telefonnummer gecheckt, die du immer anrufst. Und das ist interessant. Bei der Suche sind wir auf folgenden Namen gestoßen. Den Namen haben wir dann bei Facebook gesucht. Dort gibt es eine Hang. Eine Frau, die in Georgia lebt. Mit einem James, ihrem Sohn. Den haben wir angeklickt. Und dieses Foto gefunden. Ich meine, es könnte jeder von denen sein. Ich weiß nicht, wie ich reagieren werde oder was passiert, wenn ich ihm gegenüberstehe. So, in echt. Genau. Es gibt keine klaren Antworten. So viele Möglichkeiten. Verrückt. Ich bin offen für alles. Ich will einfach nur Bescheid wissen. Wenn du willst, kann ich ihn anrufen und fragen, ob er endlich bereit wäre, sich mit dir zu treffen. Was denkst du? Ruf ihn an. Soll ich? Ja. Es muss sein. Wir haben keine Ahnung, wer er ist. Er ruft an. Okay. Hallo? Ist da James? Ja, wer spricht da? Hallo, ich bin Neve. Ich mache eine Sendung mit dem Titel Catfish fürs Fernsehen. Ja, okay. Ich kenne mich. Okay, cool. Super. Wir drehen gerade und in dieser Folge geht es darum, dass wir einer jungen Frau namens Miranda dabei helfen, dich zu treffen. Meet you. Ich weiß nicht. Warum zögerst du? Ich verstehe nicht, warum du sie nicht endlich treffen willst, wenn du sie wirklich so sehr liebst. Ich liebe sie. Aber ich habe im Moment echt viel um die Ohren. Wenn sie dir wirklich was bedeutet, kannst du es sicher irgendwie einrichten. Das ist wahrscheinlich deine allerletzte Chance. Wenn du sie nicht nutzt, wird Miranda die Konsequenzen ziehen. Sie hat eine richtige Beziehung verdient. Das stimmt. Wo bist du? In Atlanta. So you're in Atlanta, okay. Das ist gut. Hättest du dieses Wochenende Zeit für uns, wenn wir zu dir nach Atlanta kommen würden? Ja, das müsste gehen.
An deiner Stelle würde ich endlich einen Tisch machen. Danach geht's dir sicher besser. Und alles ist möglich. Ist gut. Danke. Danke dir. Was sagt er? Er ist in Atlanta. Das stimmt schon mal. Okay. Und er hat zugestimmt. Er will dich treffen. Wir fliegen am Wochenende hin. Ich hoffe, dass er der ist, den ich mir vorgestellt habe. Ist er es oder ist er es nicht? Was sagt dein Gefühl? Er ist es. Aber ich will Gewissheit haben. Ist das aufregend? Kommt mit. Ja. Hey. Hi. Ihr seid wie Zwillinge aus einem Rockerclub. Cool. Yeah. Look at that. Hey, twins. How are you? Was halten Sie davon, dass wir jetzt fliegen? Es freut mich. Entweder geht etwas zu Ende oder es fängt an. Auf jeden Fall bekommt sie eine Antwort. Ist das dein Koffer? Der ist von Logan. Ich brauche für jede Stimmung was. Hab dich lieb. Ruf mich an. Ja, ciao. Bye. Ciao. Ciao. Ich hole gleich. Lieber nicht. Kein Zurück. Ich bin aufgeregt. Es geht los. Und schon gelandet. Ich kotz gleich. Hier? Nein. Möchtest du James vielleicht anrufen? Hier ist die Mailbox von... Es ist aus. Schlaf dich aus. Wir sehen uns morgen. Gute Nacht. Nacht. Ich mache mir langsam Sorgen, weil ich nichts von ihm gehört habe, seit wir Minnesota verlassen haben. Eigentlich seit dem Tag davor. Hat er sich bei Miranda gemeldet? Ich glaube nicht. Hat er gestern nicht geantwortet? Nein. Wir sollten ihn anrufen. Wir haben auch noch keine Adresse. Hey, good morning. Guten Morgen. Hier sind Neve und Max. And we are here in Marietta. Wir sind jetzt in Marietta und warten auf ein Zeichen von dir. Kein Stress. Wir freuen uns auf das Treffen. Danke. Scheiße. Nicht gut. Schreib ihm. Hey James, kein Stress. Ich will nur wissen, was los ist. Danke. Und wenn er gar nicht auftaucht? Wir kommen ihm näher. Er fühlt sich in die Ecke gedrängt. Aber er hat Miranda bis nach Los Angeles gelockt, unter der Vorgabe, dass er sie treffen will. Nur um ihr dann ganz beiläufig zu eröffnen, dass er da gar nicht wohnt. Der Typ gehört zu der Sorte, die sich in der allerletzten Minute aus dem Staub machen. Lass uns runtergehen. Wir müssen es ihr sagen. Klar. Gehen wir zu ihr. Hallo. Du siehst toll aus. Wie fühlst du dich? Fix und fertig. Also, ich habe James angerufen, um einen Treffpunkt auszumachen. Er ist nicht rangegangen, ich konnte nur auf die Mailbox sprechen. Glaubst du, er macht einen Rückzieher? Nein. Zuzutrauen wäre es ihm, aber ich habe nicht damit gerechnet. Vielleicht meldet er sich noch. Oh, man. Dann packen wir ein. Oh,
Eins, zwei, drei, vier. Das ist die vierfache Anzahl an Zeichen. Er hat uns einen Aufsatz geschrieben. Vielen Dank für deine Geduld, Neve. Ich bin eigentlich ein sehr rücksichtsvoller Mensch und weiß, dass es falsch ist, jemanden zu belügen, den man liebt. Ich würde Miranda wirklich gern treffen, aber meine Familie hält mich davon ab. Ich habe versucht, es ihnen zu erklären, aber sie lassen es nicht zu. Das geht schon seit Donnerstag so. Ich bringe es einfach nicht fertig. Ich kann meine Familie all dem nicht aussetzen. Um die Situation zu einem einigermaßen guten Ende für uns beide zu bringen, sollten wir heute im Laufe des Tages skypen. Mehr ist nicht drin. Wir sind extra nach Georgia geflogen, um mit dem Typen zu skypen? Das ist ein kleiner Sieg. Ein sehr kleiner. Immerhin. Komm mit. Es gibt ein kleines Problem. Das mit dem Treffen heute wird nichts. Was? Ich kann sie nicht treffen. Meine Familie hält mich davon ab. Sie lassen es nicht zu. Um die Situation zu einem einigermaßen guten Ende für uns beide zu bringen, sollten wir heute im Laufe des Tages skypen. Mehr ist nicht drin. Scheiße. Ich habe ihn immer verteidigt. Ganz egal, wie meine Familie, meine Freunde oder sonst wer auf ihm rumgehackt haben. Ich schreibe ihm. Okay, we'd like to Skype with you now. Wir können jetzt skypen, wenn du bereit bist. Can I send that? Soll ich es abschicken? Ja. Yeah. Er hat geantwortet. Da steht, bin gleich soweit. Alles klar. Er fragt nach meinem Skype-Nick. Ja. Nun mach schon. Bitte. Bist du bereit? Ja. Aber wenn mir nichts einfällt, müsst ihr mit ihm reden. Okay. Ja, keine Sorge. Kann ich erst mit euch sprechen? Echt jetzt? Sure. Bleib ruhig hier. Wir sind allein. Hello? Hello? Ja, da ist jemand. Hello? Wow. Wer bist du? Your name is Gabby. Gabby. Wie du siehst, bin ich etwas verwirrt. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Könntest du das vielleicht aufklären? Ich wollte euch wirklich treffen, aber meine Familie war dagegen. Deshalb ging's nicht. James bist also du? Ja. Und dann Cameron auch? Ja. Und wie alt bist du? 18. Okay. Wie würdest du das Verhältnis zwischen dir und Miranda bezeichnen? Beste Freunde. Okay. Warum ist deine Familie gegen ein Treffen mit uns? Wir haben keine Ahnung. Ich vermute, du bist an Miranda nicht nur freundschaftlich interessiert. Ja. Also gehe ich mal davon aus, dass du bisexuell oder lesbisch bist. Lesbian. Ich weiß es nicht. Du bist dir nicht sicher. Weiß überhaupt jemand in deinem Umfeld von Miranda?
Warum hast du ihr die Wahrheit so lange verheimlicht? Weil sie mich dann vielleicht nicht mehr mag. Ich wollte unsere Freundschaft nicht verlieren. Es wäre am besten, wenn du ihr das alles persönlich sagen würdest. Ich finde, Miranda sollte dir diese Fragen stellen und nicht wir. Du solltest es ihr persönlich sagen. Wäre das okay? Ja. Einen Moment. Willst du mit ihr reden? Wie du weißt, ist das Miranda. Hi. Du bist sehr hübsch. Danke. Ich bin echt ziemlich geschockt. Und ich würde gern von dir wissen, warum wir das nicht schon längst gemacht haben. Wenn wir uns nicht in die Augen sehen können, weiß ich nicht, wie wir überhaupt miteinander befreundet sein sollen. Angesichts dessen, was in der letzten halben Stunde hier passiert ist, ist es sehr fair von Miranda, dir die Chance zu geben, ihr alles zu erklären. Das solltest du ihr hoch anrechnen. Nur die wenigsten wären bereit, dir so eine Chance zu geben. Ich nehme das alles absolut ernst. Und um dir das zu sagen, was ich dir gern sagen will, müssen wir uns wirklich persönlich treffen. Stimmt. Ich würde dich gern treffen. Du hast 3 Jahre darauf gewartet. Es ist das Mindeste, was ich für dich tun kann. Ich werde alle deine Fragen beantworten. Ich will dir alles erklären, denn du hast verdient, die Wahrheit zu erfahren. Okay. Jetzt muss ich es nur noch möglich machen. Du bestimmst den Ort und die Zeit. Vielleicht können wir uns morgen Vormittag irgendwo treffen. Wenn wir diese Info von dir bekommen haben, gehen wir davon aus, dass es auch klappt. Gut, dann melde ich mich morgen nochmal bei euch. Okay, wir freuen uns auf dich. Ich mich auch. Super, danke dir. Thanks, Gabby. Dieses Mädchen weiß sehr viel über mich. A lot. Fühlt sich das an, als hätte James mit dir Schluss gemacht? Vor 20 Minuten hattest du einen Freund und jetzt nicht mehr. Jetzt ist alles anders. Ja. Und James ist weg. Für immer? Ja. Ich habe viel Zeit damit verschwendet, diese Beziehung aufrechtzuerhalten und zu hoffen, dass mehr daraus wird. Das ist eine Riesenenttäuschung. Fast jeder in meinem Umfeld hat mich gewarnt, dass so etwas passieren würde. Anscheinend haben sie recht behalten. Alle werden sagen, ich habe es dir doch gleich gesagt. Wenigstens weißt du jetzt Bescheid. Wir warten darauf, dass sie sich meldet und dann sehen wir weiter. Zum ersten Mal während der ganzen Zeit weißt du, mit wem du es zu tun hast. Endlich hast du Gewissheit und kannst dich darauf einstellen. Hallo. Miranda. Morgen. Guten Morgen. Hat sie sich gemeldet? Ja, sie hat mir geschrieben. Echt? Sie will uns um 1 in einem Park in Hiram treffen. Fühlt es sich noch an, als würdest du mit James reden? Irgendwie schon. Was denkst du über sie? Erstmal bin ich echt enttäuscht. Ich kapiere das nicht. Naja, vielleicht ein bisschen. Logan und einige meiner anderen Freunde sind homosexuell. Und für die war das Coming-out auch nicht leicht. Also ich kann es ein bisschen verstehen.
Aber ich will keine Ausreden für sie erfinden. Es gibt keine Entschuldigung für das, was sie gemacht hat. Was erhoffst du dir vom heutigen Treffen? Ich hoffe auf eine Erklärung, auf Antworten. Was weiß ich? Ich sehe weder sie noch ein anderes Auto. Und jetzt? Jetzt warten wir. Wir könnten sie anrufen und sehen, was sie sagt. Sie hat geschrieben. Ach, echt? Da steht, sorry. Wofür? Da steht nur, kommt sie oder kommt sie nicht? Keine Ahnung, mehr steht da nicht. Wir rufen sie an. Wenn sie rangeht, sagen wir ihr, dass wir hier sind und warten. Ob sie nun kommt oder nicht. Eine Nachricht. Von ihr? Ja. Was steht da? Ich kann nicht kommen. Sie hat sich entschieden. Mir reicht's. Wir haben es hier mit jemandem zu tun, dessen Probleme viel tiefer gehen und viel schwieriger zu lösen sind als unser Problem hier. Das ist dir klar. Und deshalb verhältst du dich so gefasst und erwachsen. Ich gehe mal ein Stück, ja? Klar. Was habe ich denn getan? Sometimes the ones we trust may have to give up. Ich bin so blöd. Bist du nicht. Okay. You needed someone. Du hast jemanden zum Reden gebraucht. At that time. And whoever Und ganz egal, wer diese Person ist, sie war für dich da. Es war nicht falsch. Jetzt ist es vorbei. Und du kannst ein neues Kapitel aufschlagen. Ich will hier weg. Maybe the clouds will clear and I'll be seeing Bist du bereit, das alles hinter dir zu lassen? Ja, das bin ich. Was hast du jetzt vor? Leben wie eine normale 21-Jährige. Einen Monat später. Hallo, Gabby. Hey. Gabby bereut, was sie Miranda angetan hat und möchte es wieder gut machen. Das mit dem Treffen hat ja nicht geklappt. Es tut mir echt leid, aber meine Familie war strikt dagegen. Mir ging es damals sehr schlecht. Wie geht es dir jetzt damit? Es tut mir sehr leid. Meinst du, du bekommst nochmal die Chance, dich mit Miranda zu treffen? Wir haben noch Kontakt. Wir telefonieren und skypen. Wow, echt? Erstaunlich. Wir reden miteinander und verstehen uns eigentlich ziemlich gut. Das freut mich. Ich wünsche euch alles Gute. Danke. Alles Gute. Miranda hat Gabby verziehen und will nach vorne schauen. Hey! Hi! Miranda! Wie geht's euch? Gut, und dir? Ich bin shoppen. Wir haben mit Gabby gesprochen. Sie hat uns erzählt, dass ihr noch befreundet seid. Das ist erstaunlich. Ich verstehe, warum sie das gemacht hat und warum sie solche Angst hatte. Aber eure Gespräche sind nicht romantischer Natur. Nicht wirklich. Nicht wirklich oder nein? Naja,
Wir flirten. Echt? Ja. Ja. Von beiden Seiten? Ja. Man kann sich eben nicht aussuchen, wen man liebt und ob das nun ein Mann oder eine Frau ist. Sie hat vor, mich zu besuchen. Tatsächlich? Ja. Damit haben wir nicht gerechnet. Was zwischen uns gelaufen ist, kann man nicht einfach so vergessen, nur weil sie ein Mädchen ist. Das ist echt unglaublich. Überraschung. Okay, ciao. Mach's gut. Megan ist meine große Online-Liebe. Was? Und Max soll sie hierher bringen. Wie bei einem Militärmanöver. Darauf habe ich 3 Staffeln gewartet. Hoffentlich vergraule ich sie nicht. Wir sind da. Jetzt wird's langsam unheimlich. Ich schätze mal, sie kommt von da oben. Das könnte sie sein, Leute. Wir stehen vor Pink's, der berühmtesten Hotdog-Bude in L.A. Neben mir steht Beverly, eine der Besitzerinnen. Herzlich willkommen, Jungs. Und jetzt kommt mal mit. Aufklappen. Hab ich. Würstchen rein. Zwiebeln dazu. Das machst du wie ein Profi. Und Ketchup nicht vergessen. Alles für die Kunden. Seht euch das Lächeln an. Das ist Pink's. Das sind die Echten. Habt ihr toll gemacht.